Mal gesagt. Und? Hast du es getan? Na klar, ich bin doch keine Pussy. Erzähl, wie war's? Der Geschmack war schon ein bisschen komisch am Anfang, aber irgendwann gewöhnt man sich da dran. Ich würde niemals eine Kakerlake essen. Ach, ich hab's auch nur getan, um Mehmet zu beeindrucken. Und? Ging danach noch was bei euch? Nee, hab Durchfall bekommen von der Kakerlake. Musste dann nach Hause rennen. Leichte Bremsspuren im Tanga, aber sonst war alles gut. Ey, lass mal eine Pause machen, ich kann nicht mehr. Hast recht, ziemlich anstrengend. Lass mal da hinsetzen. Wie lange sind wir denn schon unterwegs, ey? 10 Minuten. Alter, ey. Ich dachte auch, dass... Was war das? So hört sich das an, wenn ich jemandem die Knochen breche. Lexa, ich bin mir echt unsicher, ob wir heute Nacht hier wirklich übernachten sollten in diesem Wald. Uschis Muschis haben gesagt, wir trauen uns nicht und seien dumme Pussys. Sind wir dumme Pussys, Sandra? Nein, sind wir nicht. Können wir nicht einfach sagen, dass wir hier gepennt haben? Es checkt doch eh keiner, wenn wir jetzt nach Hause gehen. Sandra, wir ziehen das jetzt durch. Wir sind in einem Wald, was soll hier schon passieren? Hier stehen nur unnötige Bäume rum. Guck sie dann, wie sie hier rumstehen. Dumm. Voll unnötig, die Dinger. Also, Sandra, bist du dabei? Ja. Ich hab gefragt, bist du dabei? Ja. Sehr gut. Lass aber noch ein bisschen Pause machen. Ja, war wirklich anstrengend. Dauert's noch lange. Eigentlich hätten wir schon lange da sein sollen. Was ist denn das überhaupt für eine Stelle, die du suchst? Eine geheimnisvolle Stelle. Vielleicht sagen wir... Ja, Moin. Los, sag Moin. Moin. Wir suchen den Felssprung. Den Felsensprung? Ja, wir wollen da übernachten. Ihr wollt wirklich am Felsensprung übernachten? Doch. Ihr wisst schon, was vor 62 Jahren am Felsensprung passiert ist. Jemand ist vom Felsen gesprungen? Nein. Ich sag es euch lieber nicht. Doch, sag. Wir wollen es wissen, los. Heute, vor genau 62 Jahren, am Felsensprung, hatte ich das erste Mal Sex. Einen Moment, ich übergebe mich kurz. Lauf, Sandra! Lauf, solange du kannst! Sorry, aber die Vorstellung war einfach zu ekelhaft. Und vor 2 Jahren ist hier noch etwas passiert. Alles klar, die Info reicht uns. Wo geht's zum Felsensprung? Ihr seid gleich da. Einfach hier links. Lexa, ich glaube, wir sollten doch... Danke, mysteriöse Opa, der hier einfach so im Wald alleine umhergeht. Tschüss! Ihr werdet es bereuen! Eine Sache noch! Was denn? Könnt ihr mir ein Taxi rufen? Es ist scheiße kalt. Sorry, keine Zeit. Wir haben eine Mutprobe zu bestehen. Ihr frechen Görn! Das werdet ihr bereuen! Halt's Maul, Opa! Scheiß Fridays for Future, Pisser! Wir retten das Klima, Junge! Dann lauft gefälligst zur Schule und lasst euch nicht von Mama und Papa fahren! Friss weiter Fleisch der Haltungsstufe 1, du Umweltsau! Na gut. Weiter. Lexa, komm mal mit. Lexa, ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Was los? Kriegst du wieder deine Tage oder was? Lass uns vorsichtshalber Sascha schreiben, okay? Dass der uns finden kann, wenn irgendwas ist. Ja, meine Güte, Wundertüte, schreib ihm. Okay. Aber warte. Lad dir vorher NordVPN runter. Wen? NordVPN. Wer ist das? Ist ein Programm, was dich und deine Daten im Internet schützt. Lexa, was hat das jetzt mit dir? Überleg doch mal, du Dumm. Wenn du Sascha schreibst, kann das theoretisch jeder mitlesen. Oh. Wenn du NordVPN hast, geht das nicht. Geht das auch auf dem Handy? Für alle Betriebssysteme. Egal ob Windows, Mac, iOS, Android, ADAC, GTLSZ, alles. Du hast recht. Dann sind wir heute Abend noch sicherer. Und wenn wir heute Abend noch schön im Zelt chillen, ne? Können wir schön amerikanisches Netflix gucken. Das geht auch mit NordVPN? Jaha! Wie geil ist das denn? Du kannst sogar bis zu 6 Geräte gleichzeitig verbinden. Und nun halte ich mal fest, Sandra. Ich halte mich fest, Lexa. Das Ganze kostet nur 3,15 Euro im Monat. Hör mir auf. Schwöre. Hör mir auf, Lexa. Schwöre. Das gibt's nicht. NordVPN hat eine No-Logs-Richtlinie. Was heißt das? Keine Aufzeichnung von Nutzerdaten. Niemand kann also mitlesen, wenn ich Sascha jetzt den Standort schicke. Außer Sascha. Und können auch Geister mitlesen? Da bin ich jetzt überfragt. NordVPN hieß das, ne? Ja. Und das Ganze gibt's jetzt in einem ziemlich leichten Angebot. Jetzt gibt's nämlich 68% Rabatt auf 2 Jahrespakete. Mit wem redest du? Und der Oberhammer, es gibt noch 1 Monat gratis obendrauf. Plus eine kleine Überraschung. Lexa, wir müssen los. Klickt jetzt in die Videobeschreibung auf meinen individuellen Link mit dem Coupon FreshTorge. Einfach eingeben. Lexa! Was? Es wird bald dunkel. Wir müssen.
jetzt runterladen. Und das ist die Stelle? Das ist die Stelle, Sandra. Wir müssen uns beeilen. Die Nacht bricht gleich an. Du machst das Zelt auf und ich gehe Feuerholz holen. Jojo, let's do it. And run the... Nee. Hat sich nicht gereimt. Jojo, do it. Nee. Jojo. Let's go. Bitch. Sandra, läuft bei dir? Ich hatte ein bisschen Hilfe. Hallo, ich kenne mich aus mit Zelte aufbauen, weil ich immer vor der Halle schlafe, wenn ein BTS-Konzert ist. Krass. Und dann warst du beim Einlass die Erste und konntest auch in der ersten Reihe stehen? Das war der Plan. Hat leider beim Ausgang mein Zelt aufgeschlagen. Wo ist das Feuerholz, Lexa? Ja, hab nichts gefunden, müssen nochmal ZSM gehen. Clarissa, du bleibst hier, ja? Pass auf das Zelt auf. Okay, ich warte hier und wer weiter Koreanisch. Na, Kinko. Ich will mit dir schlafen. Ja, Kinko. Ich will mit dir schlafen. Nun erzähl doch mal, Lexa, warum sind wir an dieser besonderen Stelle? Erinnerst du dich noch an unseren Hausmeister? Ja. Herr Ringelbums? Genau. Er ist hier vor 2 Jahren spurlos verschwunden. Deswegen ist unsere Schule auch immer so schmutzig. Mehrere Wochen hat man das gesamte Waldgebiet hier durchsucht. Aber man hat nichts gefunden. Oh. Seitdem erzählt man sich, dass Herr Hausmeister Ringelbum hier nach seinem Umwesen treibt. Ganz ehrlich, ich glaube wirklich nicht, dass... Und man hat nichts gefunden? Nö, gar nichts. Einfach verschwunden. Ey, guck mal, da liegt trockenes Brennholz. Ach, geht doch. Ihr sollt doch heute Nacht nicht frieren, Kinder. Clarissa! Clarissa! Clarissa, wir sind's. Sandra und... Sag deinen Namen, ist lustig. Sie pennt bestimmt im Zelt. Clarissa ist wieder abgehauen. Vielleicht ist hier was passiert. Ist mir jetzt gerade scheißegal, pass auf. Du machst jetzt das Feuer an und ich chill eine Runde. Los! Ich hab jetzt 1 Stunde versucht, Lexa, es geht einfach nicht. Scheiße, Mann. Wir werden erfrieren, wenn wir kein Feuer haben. Ich glaube, wir müssen gehen. Und so ein Dreckskack. Okay, packen wir zusammen. Die Jugend von heute! Nicht zu glauben! Hier habt ihr ein Feuerzeug. Mann, Gift das nie. Mann. Danke, Opa! Nektar? Hm? Das Skelett, das wir da eben gesehen haben, ne? Glaubst du, das war Hausmeister Ringelbums? Ach, weißt du, Sandra, ich sag mal so, ja. Was war das? Lexa, was sind das für Geräusche? Weiß ich, Sandra. Oh Gott, das ist bestimmt der Hausmeister. Er ist sauer, weil ich immer Kaugummis unter die Tische geklebt hab. Riechst du das, Sandra? Ich hab gekackt. Was ist da doch? Oh Gott! Ey, Scheiße, Sandra! Zu! Mach zu! Nein, bitte nicht! Was für eine scheiße Idee! Sonst hab ich mal die dumme Idee, jetzt hast du eine dumme Idee gehabt! Ich weiß! Richtig dumm von dir! Ja! Also so eine dämliche... Ich hab's verstanden! Hey! Es ist ruhig geworden. Stimmt. Lass mal gucken. Nein, geh weg! Lass mich! Nein! Geh weg! Lexa! Lexa, wo gehst du hin? Hey! Ja! Und links! Und rechts! Hau ihn in die Fresse! Und jetzt tust du! Ja! So sieht's nämlich aus! So sieht's nämlich aus, Junge! Ja! Und links! Und rechts! Und jetzt kommst du! Ja! So sieht's nämlich aus! Ja, Mann, du bist die geilste, Lexa! Ja, Mann, Sandra, so sieht's aus! Bum, 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 bum. Genau, in die Fresse! Sandra, uns kann heute Abend nichts mehr schocken! Stimmt!
Sandra. Hä? Lauf! Leg da! Schneller! Geradeaus! Lauf schon! Hör dir aus, Meister! Es tut mir leid, Herr Hausmeister, dass ich Kaugummis unter den Tisch geklebt habe! Steck ihn da hin! Leise! Psst! Ganz, ganz leise! Hast du den Hausmeister gesehen? Da war kein Hausmeister! Da war kein Hausmeister! Doch, der stand da! Da war kein Hausmeister, Sandra! Weißt du, was ich mich frage? Wieso bin ich einfach hilfreich mit unseren Handys, die sehr gut funktionieren? Und wir haben vollen Empfang? Nein. Ich frage mich, was aus Clarissa geworden ist. Die hatte keinen Bock mehr. Welche? Kann das sein? Entspricht diese Geschichte der Wahrheit oder sind wir ihnen damit auf den Geist gegangen?